Bist du komplett irre? Ich hab's doch gerade gesagt, was? Ah! Ey! Nein, Stefan! Sag mal, hallo, wer ist da schon wieder? Hallo, was geht? Du, wer ist da denn? Hier ist Isaac. Wer ist Isaac, Mann? Pass auf, guck mal, es gibt ein Problem. Das muss geregelt werden. Was für ein Problem? Ich habe gehört, du warst an meinem Supermarkt vor ein paar Tagen und wolltest da Würmer bei uns platzieren, sag ich mal. Das ist ein großes Problem. Ah, du meinst die Sache? Ja, die jetzt Würmer-Sache. Genau. Ja, du, ne, ich hab da halt einen, so freundschaftlichen Auftrag bekommen, ne? Freundschaftlichen Auftrag? Ja? Ja, das war jetzt kein Auftrag, das war halt so eine Bitte, so, weißt du, was ich meine? Okay, wer hat dich denn gebeten? Ja, Leslie. Leslie, okay. Ja. Und da dachtest du dir, machst du mit? Ja, bitte? Da hast du dir gedacht, machst du mit? Ja, du, ich wollte sie nicht alleine lassen, ne? Ja, aber das muss jetzt trotzdem noch geklärt werden, ne? Ja, wie denn? Wie wollen wir das jetzt klären, du? Ja, weiß ich nicht. Da müssen wir erstmal sprechen jetzt. Deswegen, ich meine, du hast gerade schon einen Anruf bekommen, dass du hier antanzen sollst, damit wir das regeln können. Achso, war das eine von deiner Kollegen? Also, okay. Ja, da habe ich gehört. Ja, ich habe ja gesagt, wenn ihr wollt, könnt ihr ja meinen Laden da kaputt machen. Ist ja kein Problem. Ja, also das mache ich so oder so. Ist mir ja, dann egal. Mach das doch, Mensch. Aber das Ding ist... Dann lass doch mal deinen Frust da raus, du. Da habe ich schon zweimal. Werde ja, halt, sehr gut. Werde ich halt ja, jeden Tag gut. Weiter so weißt machen. Weißt du, man muss aber, sich... Weißt du, was ein berühmter Psychologe immer sagt? Wenn du sauer bist und so, dann lass mal deinen Frust raus sein. Ich glaube, du hast ein bisschen Aggressionsprobleme, kann das ich sein? Ich habe gar nicht, ich bin tiefenentspannt, ich habe einen guten hier Psychologen, ne, da könntest du dir eine Nummer geben. Ja, komm mal vorbei. Ja, du, ja, wie gesagt, ruf mich mal in 5 Minuten an. Überleg dir das gut, was du mir in 5 Minuten erzählst, ja? Du solltest dann ja schon auf dem Weg sein. Alles gut, ja, ich bin gleich fertig. Der wird so heftig gleich auf die Fresse kriegen. Der wird so aufs Maul kriegen. Der hat eine absolut große Fresse, ne? Ja, aber der will halt nicht. Also ja, bei mir hat er jetzt nicht so große Fresse gehabt, aber ja, er war schon ein bisschen frech und so, ein bisschen schnippisch. Ja, der wird nicht kommen, bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Ada. Was geht ab, Jungs? Nein. Jo, moin, ne? Was geht? Ich war drin. Komm, steig mal aus. Wer? Ja, ihr beiden. Ach, Stefan. Nein, die haben nur mit dir ein Problem. Ja, ich bin wie so eine Mutti, die ihr Grundschulkind irgendwo absetzt. Nein, komm mal, du auch mit. Das ist schicke Autos, ne? Wollt ihr reinkommen? Ja. In unser Büro, alle. Ist ein bisschen kalt und windig und regnet. Ja, es regnet ein bisschen. Ja, ne? Voll. Also. Ja, klar, wir kommen doch gerne rein. Cool. Ja, komm. Cool. Bitte aber die Füße abtreten, das ist eine Matte, hinter dem Eingang. Ja, ich stelle mich mal vor dem Tresorraum, da weiß er nie bei Gangstern. So, warte mal, ich muss kurz. Mama, hast du Verlauf gelöscht? Ja, habe ich. Ja. Hast du wirklich auch die ganzen. So, Jungs. Jetzt konzentriert euch mal, 2 Minuten bei der Sache zu sein, ja? Ich weiß, das fällt euch schwer. Aber ich habe wenig Zeit. Ihr wart vor ein paar Tagen bei uns, ja? Bei uns am Supermarkt. Ihr zwei mit dem Cenk zusammen. Also ihr in der Dreierkonstellation, ja? Der Cenk hat euch mit Sicherheit erzählt, dass wir schon ein Gespräch mit ihm hatten, ja? Ja, richtig. Ja, natürlich. Also Gespräch, ne? Wie man das halt auch interpretiert. Richtig. Er hatte die Möglichkeit, die Wahrheit zu sagen, oder er kassiert Stiche, er hat sich für Stiche entschieden, statt die Wahrheit zu sagen. Ihr wart bei uns, weil ihr Würmer auslegen wolltet und so eine Scheiße, ja? Ich will die Wahrheit wissen, ansonsten wird das ungemütlich hier für euch enden. Also ist sowas wie Wahrheit oder Pflicht? Ja, richtig. Ja, ich kann ja Wahrheit sagen, ne? Entscheidest du dich für Pflicht, ne? Dann... Ja, mach mal, Stefano, sag ihm mal. Ja, meine Wahrheit ist halt wirklich so, ich hab nur von Leslie gehört, jo, hier, ne? Wir wollen da Wärme legen, kommst du mit? Ich so, ja, okay. Und das war's. Er weiß auch nicht. Und ich leg dich nicht an. Wir sollen da Würmer legen. Warum sollt ihr da Würmer legen? Ich weiß es ja nicht. Das hat Leslie hat mir gesagt, ja, guck mal, das muss ich jetzt nicht rausholen, oder? Das wäre halt Pflicht, ne? Ich wollte dir nur zeigen, was ja, Pflicht. Ja, ich habe ja aber Wahrheit gewählt. Ja, deswegen. Ich höre mir das erstmal an, ne? Laser, zu dir komme ich gleich, mein Freund. Ja, zu dir kommt... Warte doch mal auf der... Ich chill erstmal. Verdammt, Scheiße, ey. Ich muss mir die Scheiße... Ja, auf jeden Fall hier, meine Wahrheit ist halt wirklich... Wirklich, ne? Wahrheit. Hier Wahrheit oder Pflicht, weil ich habe ja Wahrheit gewählt, ne? Ich habe nur von Leslie gehört. Nur wir machen das. Laser, geh da wieder hin. Geh an deinen Platz. Zurück. Gut, ja, stimmt, vorm Tresor. Man weiß ja nie bei euch. Richtig. Wie gesagt. Ja, wie gesagt. Mir wurde gesagt, wir machen das. Bist du dabei? Hilfst du uns? Dann meinte ich, ja, okay. War ich dabei. Gut. Mehr weiß ich nicht. Gut, du weißt also nicht, woher... Nein. Du weißt also nicht, was da... Weswegen ihr das machen solltet, ja? Nee. Wer euch diesen Auftrag gegeben hat, das zu machen. Nee, ich hab nur Leslie geholfen. Gut, die Antwort ist dann so eingeloggt, ne? Perfekt. So, was ist mit dir?
Johnny. Ja, also erstmal stellen wir uns alle vor. Ich glaube, mit euch hatte ich noch nicht so oft das Vergnügen. Johnny Laser, mein Name. Ja, ich bin stellvertretende Leitung dieses Tankstellengewerbes. Ja, das haben wir mit Schweiß und Blut und Mühe aufgebaut. Deswegen auch die Scheiben im Hintergrund. Ich hoffe, das sind die Nachbarn oder so, also die Nachbargebäude. Mit Sicherheit. Denn bei uns ist sowas nicht willkommen. Wirklich nicht. Mag ich nicht. Nada, null niente. Ich habe dich was gefragt. Ich sag euch, was Fakt ist. Lassie kam zu uns. Meinte, dass er einen Auftrag bekommen hat. Von einer Person, die ihm wahrscheinlich dann schaden wird, wenn er diese nicht vollzieht. Also diesen Auftrag, meine ich. Hm. Mit uns. Wir haben gesagt, wir sind deine Freunde, Leslie. Kein Problem. Wir helfen dir, wo wir können. Es ist Freundschaft. Wir sind eine Familie. Zwar tragen wir keine Farbe, aber wir sind auch eine. Okay. Und dann hat er gesagt, oh, das ist voll süß von euch und so. Ich nehme euch gerne mit. Und dann haben wir so, okay, cool, lass uns da hin. Dann sind wir da hin und dann haben wir euch da gesehen. Dann seid ihr reingekommen und wir haben uns nur irgendwelche Produkte angeguckt, weil wir gucken wollten, wie die Konkurrenz mit den Preisen umgeht. Dann sind wir wieder raus, weil ihr uns rausgescheucht habt. Ich habe einen aufs Maul bekommen, die anderen wahrscheinlich auch. Ich weiß es nicht mehr. Dann sind wir gefahren. Gut, wer hat den Auftrag gegeben? Sag nicht, du weißt es nicht, weil ich weiß, dass du es weißt. Ich glaube, ich habe das hier irgendwo in den Formularen. Eine Sekunde. Nee, der Verlauf wurde vor kurzem gelöscht. Okay. Warte, lass mich mal ran. Aber wir haben ausgedruckte Formulare oder sowas. Die waren ein bisschen... Lass mich mal ran. Ja. Ja, hier ist es doch. Ehrlich? Ja. Stimmt, warte mal, lass mich mal gucken. Oh. Benjamin. Benjamin Blümchen. Schon mal Stiche kassiert? Nein, nein, nein. Das war ein Scherz. Das wird wahrscheinlich... Nein, nein, bitte nicht! Oh Gott! Oh, okay. Oh. Okay. Oh Gott. Benjamin. Oh, stimmt. Oh, Moment, eine Sekunde. Moment. Oh. Das war eine Seite weiter. Sprich. Wasserhahn. Wasserhahn. Warum nicht gleich so? Warum muss das immer so eskalieren? Ich weiß es nicht. Ah, ich dachte, du hast das Messer aus dem Toys R Us oder sowas. Aus dem Plastikattrappe. Sehe ich aus, als würde ich eine Plastikattrappe tragen, du Idiot. Nein, eben nicht. Ich weiß das jetzt besser. Ich wurde eines Besseren belehrt. Darum geht's im Leben. Lernen. Hey, ich hab mit der Sache nichts zu tun, ne? Stefano, du hast gelogen. Ich hab nicht. Ich hab dir gesagt, überleg dir, welche Antwort du einloggst. Ja? Ob du wirklich nicht weißt, wer den Auftrag gegeben hat. Ich wusste es wirklich nicht. Du wusstest es. Nein, ich wusste, ich schwöre. Ich weiß das schon die ganze Zeit, du Idiot. Ich wollte nur testen, ob du ehrlich bist oder nicht, aber du hast halt einfach ums Verrecken gelogen. Ja, ich war mir sicher, weil ich ja nicht wusste, wer es war. Du wusstest aber, wer es war. Benjamin oder nicht? Stefano. Nein. Was? Okay. Wer war das denn, Johnny? Wer war das? Ja, da fragt man sich, wo man es gesehen hat, ne? Johnny. Keine Ahnung, Mann. Ich schwöre, ich wusste das nicht. Dass du dabei so lachen musst, wenn du das sagst, wundert mich. Stefano, geh ein Stück zur Seite. Ich glaube, ich verblute. Dann okay, sag es ihm doch jetzt einfach. Sag's ihm einfach. Er weiß es doch eh jetzt. Ja, lässt sie oder nicht? Ja, nein, der andere Mann. Bist du komplett schwer vom Begriff? Willst du noch einkassieren? Oh Gott. Der kann an Johnny. Was? Der will mich doch jetzt verarschen hier, ne? Ich weiß es nicht. Du bist der größte Vollpfosten. Du willst mich immer noch verarschen hier, ne? Ich will dich nicht verarschen. Selbst er sagt dir schon, du sollst es sagen, du Trottel, weil die Katze schon lange aus dem Sack ist und du lügst mich weiterhin an. Du lügst mich weiterhin an. Bist du komplett irre? Ich hab's doch gerade gesagt, was? Ah! Hey! Nein, Stefan! Hör doch auf! Freundchen. Hey, ich bin ausgewichen. Ich war dein Leben, Johnny. Was musst du jetzt... Hey, komm mal wirklich. Ah! Willst du jetzt mit mir ein Tänzchen hier machen? Stefano. Ja. Ich warte immer noch. Und ich glaube, das war der Naseweiß. Wer? Der Naseweiß. Kenn ich nicht. Wer ist das? Johnny, wer ist das? Also, Herr Grove, Digga, bin ich raus? Digga, du hast jetzt schon zweimal kassiert, ne? Willst du das jetzt hier noch eine Stunde in die Länge ziehen, oder was? Wieso bin ich dann derjenige, der Digga, kassiert? Bist du komplett dumm oder so? Wie wollen wir das jetzt noch hier eine halbe Stunde machen? Soll ich jetzt dabei zugucken, wie ihr hier... Ja, aber Johnny, was soll wie ihr hier verblutet? Okay, ja, das war der Wasserhahn-Typ da. Jetzt kommen wir doch langsam dahin, wo wir hinwollen. Ja, das sieht gerade aber so aus, als hätte ich alles geplant. Nein, du gehörst mit dazu. Ihr seid jetzt zu dritt. Digga, Leslie hat schon Stiche kassiert. Den habe ich ja, schon... Ja, Johnny auch. Ich auch, oder nicht? Ja, Leslie hat ein paar mehr Stiche kassiert tatsächlich. Ja. Wieso hat Johnny dann nur einen Stich kassiert? Und nicht? Jetzt, ist das eine Gameshow oder so? Okay. Ja, das wurde gerade nicht angekackt. Also du willst, dass er auch einen zweiten kassiert noch, damit es gerecht ist. Nein, Stefano! Du darfst das aussuchen, Stefano. Du darfst das aussuchen. Jetzt, guck mal, das muss jetzt fair sein, oder nicht? Du darfst das aussuchen. Dann wäre es fair, dann kriegt er noch einen zweiten. Stefano? Dann hat der Leslie 3 gekriegt und ihr jeweils 2. Was? Warte mal. Also es ist jetzt so 100% sicher, dass ich jetzt noch einen Stich kassieren werde.
Ja? Ja, dann will ich auch, dass John noch ein Stück. Nein! Hey, ich hab. Oh Gott, nein! Hey, okay. Hey, wartet kurz. Ich hab euch das gesteckt. Steh auf. Dann kümmere dich um den Idioten. Und Dann will ich euch hier gleich antanzen sehen mit der Ersatzware. Alles klar. Gut. Bitch, I got problems on problems, I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. The phone in affection, I summon and dub it. Cause bitch, I got problems on problems, I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage.